Herzlich willkommen zu Sport und Abenteuer. Mit diesem Video möchte ich euch kurz und knapp über die wichtigsten Kauftipps zum Thema Bügelschloss informieren. Doch bevor wir starten, schaut einmal unterhalb des Videos unter www.sport-und-abenteuer.de, denn dort bekommt ihr noch viele weitere wichtige Produktinformationen und Kauftipps. Und wir starten direkt mit Tipp Nummer 1. Achtet auf ein geringes Gewicht erstmal beim Kauf. Das heißt, spart natürlich Gewicht. Ihr habt das in der Regel ja im Rucksack dabei, am Fahrrad, in den Taschen, hinten Gepäckträger oder vorne in dem Lenkertaschenbereich. Jeder kennt es aber auch von uns, lange Fahrten, gerade bergauf, und man ist froh, wenn man jedes einzelne Gramm sparen kann. Also ruhig mal schauen, dass es vielleicht ein sehr sicheres Material ist, natürlich gehärtetes Material ist, aber nicht zu schwer. Tipp Nummer 2, achtet auf die richtige Größe bzw. auch Länge der U-Form. Man hat natürlich nicht ständig irgendwo ein Straßenschild zur Verfügung oder ein kleines Geländer, wo ich das U-Schloss mal schnell anbringen kann. Vielleicht ist es manchmal auch einfach ein Baum, ein schmaler Baum, den ich dafür nutzen kann. Oder ich möchte auch mehrere Räder aneinander auf einmal entsprechend sichern und damit schließen. Also ruhig gucken, dass ihr eine gute Größe habt, nicht zu klein, aber auch nicht zu groß, dass es nachher gar nicht mehr irgendwo verstaubar oder mitzunehmen ist. Tipp Nummer 3, Schlüssel- oder Zahlenschloss. Das ist immer so ein bisschen eine Gretchenfrage, eine Gefühlsfrage. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Zahlenschloss, ich brauche keinen Schlüssel, verliere den also auch nicht. Ja, und ein Schlüsselschloss hat natürlich wieder den Nachteil, ich kann Schlüssel verlieren, muss mir aber keine Nummer merken. Also je nachdem, wie man es macht, es ist ein bisschen Geschmackssache. Ich persönlich bin eher der Schlüsseltyp. Ich muss mir dann eben keine Zahlen merken und kann Schlüssel dann eben auch mal weiterreichen, wenn ich es jemandem vielleicht verleihen möchte. Tipp Nummer 4. Achtet auf ein gutes Material und eine Ummantelung natürlich des Schlosses. Es darf auf keinen Fall irgendwo euren Rahmen nachher zerkratzen, euren Lack beschädigen oder sonst was. Also nicht nur einen gehärteten Stahl, sondern auch mit einer schönen Ummantelung, dass entsprechend eure Fahrräder nicht damit beschädigt werden, wenn die Schlösser irgendwo am Rahmen mal schaben oder ähnliches. Und Tipp Nummer 5, achtet auf eine gute Halterung. Am Rad, ganz praktisch in der Regel im Rahmenbereich, kann ich so ein U-Schloss immer ganz gut irgendwo ansetzen. Da gibt es gute Möglichkeiten heute, auch recht unauffällige Möglichkeiten heute. Vorteil ist auch, ich muss es nicht im Rucksack mitnehmen oder in den Taschen und vergesse es vielleicht auch mal irgendwann zu Hause, weil ich nicht dran denke, mein Schloss auch noch mitzunehmen. Und oftmals, und jeder kennt es von uns, kommt man in Situationen, wo man sagt, Mensch, und jetzt hätte ich mein Schloss benötigt und ich habe keins dabei. Am Fahrrad habe ich es aber immer dabei. Weitere Informationen bekommt ihr unter www.sport-und-abenteuer.de. Besucht uns bitte auf unserem YouTube-Kanal unter Sport und Abenteuer, abonniert uns und ganz wichtig, schaut euch noch weitere Kaufratgeber-Videos an. Rund um Camping, rund um Sport, rund um Abenteuer, rund ums Fahrrad. Alles, was fast schon das Herz begehrt. Und jetzt viel Sicherheit mit eurem Bügelschloss. Wir hoffen, das heutige Video hat Ihnen gefallen. Zum Abonnieren des Kanals klicken Sie hier. Für weitere interessante Videos klicken Sie hier.